بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Brüder und Schwestern, Alhamdulillah, gut, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wir loben ihn erstmal, dass er uns heute hier versammelt hat. Und möge Allah diese Sitzung zu etwas Nützlichem für uns machen und uns etwas vom Wissen weiterbringen. Denn dieses Wissen ist, Alhamdulillah, wirklich eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, man kharaja fi talab al-ilmi, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَتَّى يَرْجِعِ Wer rausgeht, ja, um Wissen zu bekommen, der ist فِي سَبِيلِ اللَّهِ, das heißt wie im Jihad, bis er zurückkommt. Warum? Weil hier geht es nicht um das Wissen, einfach wie backe ich ein Brötchen, sondern hier geht es darum, wie kommt man ins Paradies. Und deswegen das erste Wort, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, ist اِقْرَى, lies. Also wie gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Alhamdulillah. Und Ich habe erstmal eine Frage an euch, inshallah, weil ich habe eben schon gehört, dass er das erwähnt hat. Und also das Thema von heute, sagen wir erstmal das Thema von heute. Das Thema ist heute ein Thema, das mit Tawhid zu tun hat. Und das ist das Thema Verbot von Bildern im Islam. Jetzt will ich euch mal fragen, was heißt Tawhid? Kann mir einer sagen, was Tawhid bedeutet? Schämt euch nicht, wenn ihr was falsch sagt, ist kein Problem, weil wir können das jetzt verbessern. Wenn du jetzt was Falsches sagst, ist kein Problem, braucht euch nicht zu schämen. Ein Gott glaube, ja okay. Linguistisch, weißt du, was linguistisch Tawhid bedeutet? Nur sprachlich? Es kommt von dem Wort Wahada yuwahidu tawhiden, das heißt eine Sache eins machen. Du hast jetzt gesagt, ein Gott glaube. Jetzt frage ich euch, was denkt ihr denn, was hat das Verbot von Bildern mit dem Ein-Gott-Glauben zu tun? Weil ich habe gesagt, wir reden heute über ein Thema, das mit Tawhid zu tun hat. Und dann habe ich gesagt, Verbot von Bildern. Was hat das damit zu tun? Ja. Wieso? Ja, du bist vielleicht auf der richtigen Spur, aber... Wenn du Gott mangelhaft darstellst, mit jedem Bild. Du kannst nicht Gott, Gott ist perfekt. Egal wie du zeichnest ihn nicht perfekt. Ja, okay, jetzt redest du, der Bruder hat was Gutes gesagt. Er hat gesagt, damit die Frauen das auch hören, wenn man Gott zeichnet, dann stellt man Gott mangelhaft dar. Weil man kann, Gott ist perfekt. Und wenn wir etwas malen, wir können Gott nicht perfekt malen. Richtig. Das ist natürlich streng verboten, Gott zu zeichnen. Weil du kannst dir gar kein Bild von ihm machen. Aber ich habe jetzt nicht nur über Gott zeichnen geredet, weil das ist sowieso ohne Zweifel Haram und Schirk. Das ist gar keine Frage. Ja, Gott zu zeichnen ist eine Unverschämtheit. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ja, weil... Wir können Gott gar nicht zeichnen. Warum können wir ihn nicht zeichnen? Weil Allah sagt im Koran an einigen Stellen, in Sure Shura, Vers 12, Leisa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Und Allah sagt in Sure 19, Vers 65, Helta ala mulahu samir, kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Und Allah sagt in Sure 112, Walam yakullahu kufuwan ahad, niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, alles, was wir malen, ist irgendein Bild, was wir uns vorstellen, ja, aber das kann immer nur etwas sein, was wir in unserer Umgebung schon wahrgenommen haben. Das heißt, wir können Gott nicht malen. Deswegen sagt man auch, alles, was dir in den Sinn kommt, so ist Allah anders. Das heißt, wir können uns Allah gar nicht vorstellen. Allah ist über unserer Vorstellungskraft, weil er ein Wesen ist, unabhängig von Raum und Zeit. Das heißt, wie kann Allah subhanahu wa ta'ala bei uns im Gehirn vorstellbar sein? Und aber darüber rede ich nicht, sondern das Thema ist, im Allgemeinen ist das Thema Bilderverbot. Nicht Bilderverbot, Allah zu malen.
Hat einer eine Idee, was Bilderverbot von Allah, von anderen, von Geschöpfen mit Tauhid zu tun haben kann? Hat einer eine Idee? Es hat oft zu Schirk geführt. Es besteht die Gefahr, dass die Bilder angebetet werden. Genau. Der Bruder hat gerade gesagt, es hat oft zu Schirk geführt. Genau. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus bin. Das ist der erste Punkt, dass das Bilder machen oft, er hat gesagt, zu Schirk führen, eine Wasila zum Schirk war. Ja? Ein Mittel dazu, was zum Schirk geführt hat, dass die Bilder angebetet wurden. Und von Bildern, wenn ich sage Bilder, Sura, da meine ich jetzt nicht nur ein Bild, was gezeichnet ist, sondern auch Skulpturen, meine ich damit. Ja? Das war der erste Punkt. Was ist der zweite Punkt im Schirk? Vielleicht kommt jemand auch auf eine andere Idee, weil du hast genau dasselbe gesagt. Der zweite Punkt ist, hier müssen wir erstmal, Tauhid gibt es in drei Kategorien. Oder die Ulama haben Tauhid in drei Kategorien eingeteilt. Kennt jemand diese Kategorien? Kennt jemand? Sie schämen sich, ich weiß nicht warum. Das haben wir oft genommen. Ist egal. Okay, dann rede ich. Tauhid Rububiyya, Tauhid Uluhiyya, Tauhid Asma'i wa Sifat. Eben das mit der Anbetung, was wäre das? Erstmal Tauhid Rububiyya heißt die Einzigkeit Gottes in seiner Herrschaft, dass er der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Wenn jetzt jemand sagt, und das ist etwas, was viele Muslime heute missverstehen, wenn die sagen La ilaha illallah, dann verstehen die darunter La Rabb illallah. Es gibt keinen Schöpfer, weil Rabb, das Wort Rabb beinhaltet drei Begriffe. Schöpfer, das heißt Khalik, dann Besitzer, Mulk und der es lenkt, Tadbir, Mudabbir. Ja? Das heißt Schöpfer, Lenker, Herrscher. Das wird alles beinhaltet in Rabb, auch noch Rasik und diese ganzen Sachen. Aber viele Leute, wenn man sie heute fragt, was bedeutet La ilaha illallah? Und auch Leute, die das bezeugen, die sich Muslime nennen, die meinen damit, wenn du sie fragst, ja okay, es gibt keinen Gott außer Allah, was ist für dich Gott? Dann sagt er ja, unter Gott verstehe ich, der alles erschaffen hat, der alles erhält, der Macht über alle Dinge hat. Dann sagen wir zu ihm, der Glaube, den du hast, warum hat das, was du jetzt sagst, warum hat das Abu Talib daran gehindert und Abu Lahab und Abu Jahl zu sagen, La ilaha illallah. Warum? Weil Abu Jahl und Abu Talib und Abu Jahl, Abu Talib und Abu, Jahl, Abu Lahab haben dasselbe geglaubt. Was ist unser Beweis? Wenn ich euch sage, die haben dasselbe geglaubt, müsst ihr sagen, wo ist dein Beweis? Dass nicht irgendjemand kommt, erzählt dir einen vom Weihnachtsmann, ja, das ist so und so und bei uns in der Gruppe ist dies und das und wenn du dort und dorthin pilgerst, dann kriegst du das und das und bei uns, da gibt es hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen gibt es einen besonderen Gelehrten, der kann dir alles erzählen und der kann bei dir am jüngsten Tag Fürsprache machen, du musst nur zu ihm gehen, dich vor ihm niederknien. Wir sagen, wo ist der Beweis vom Koran? Das ist nur, was ich gesagt habe. Der Beweis ist im Koran. Allah sagt im Koran, Kul, sprich Muhammad. Kul heißt sprich. Muhammad soll sprechen. Wer versorgt euch? Was ist Risk? Yarzukukum kommt von Risk. Das heißt, das, was du atmest, das, was du isst, das, was du trinkst und viele andere Dinge. Das heißt, wer versorgt dich von Yarzukukum min as-sama'i wal ard? Wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten hervor? Was ist das alles? Das ist alles Rububiyya. Er ist derjenige, der versorgt. Er ist derjenige, der erschafft. Er ist derjenige, der Macht über alle Dinge hat, über Gehör und Gesicht. Er ist derjenige, der das Tod aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten. Was sagen die Mushrikun? Allah, sagen die. Allah. Das heißt, da haben die dran geglaubt. Aber wo war denn ihr Fehler? Sie haben andere neben diesem Gott angebetet. An anderer Stelle sagt Allah, dass Allah, der Herr, dass, wenn man sie fragt, wer ist der Herrscher des gewaltigen Throns? Ja, dann sagen sie Allah. Und wer hat die ganze Macht? Sie sagen Allah. In Surat al-Mu'minun. Und guck mal, hier ist das Problem, weil was war ihr Fehler? Ihr Fehler war, dass sie neben Allah andere angebetet haben. Das war der Fehler.
Das heißt, ihr Fehler war nicht in der Rububiyya. Deswegen reicht das, wenn du sagst, La ilaha illallah, reicht das nicht, wenn du darunter verstehst, es gibt keinen Schöpfer, Lenker, Herrscher außer Allah. Weil das haben die Muschrikun schon geglaubt, aber es hat die nicht davor geschützt, für alle Ewigkeit in die Hölle zu gehen. Jetzt gehen wir wieder zurück in dieser Rububiyya. Meint ihr, diese Bilder machen, kann auch in der Rububiyya Schirk sein? Oder in der Rububiyya, in der Herrschaft von Gott, in der Schöpfung von Gott, ein Fehler sein? Was meint ihr? Ich sage ja. Warum? Weil der Prophet sagt, diejenigen, die am meisten, die heftigste Strafe am jüngsten Tag kriegen werden, sind diejenigen, die versuchen, mit Gott zu konkurrieren in der Schöpfung. Und wenn du versuchst, ein Bild von dir selber herzustellen, eine Skulptur, ist das so, als wenn du dich als Schöpfer darstellst. Und wie nennt man jemanden, der eine Skulptur herstellt? Wie nennt man den? Man nennt ihn Musawir. Und was sagt Allah im Koran über seinen Namen? Und so weiter. Al-Khalikul Bariul Musawir. Das ist ein Name von ihm auch. Das heißt jetzt, in diesem Sinne geht das in die Richtung rein. Ja? Und der Prophet sagt, dass der zu denjenigen Leuten gehört, die die härteste Strafe gehören. Jetzt kommen wir aber zu dem anderen Punkt, zu der anderen, wir haben gerade Rububiyya erklärt. Wo hat jetzt Abu Lahab und Abu Jahl, wo haben die den Fehler gemacht? In der Anbetung. Das heißt, sie haben geglaubt, Allah ist der größte Gott, aber sie haben andere neben ihn angebetet. Das heißt, wenn ich das brauche, wenn ich ein Kind brauche, bete ich den an. Wenn ich Regen haben will, bete ich den an. Wenn ich das haben will, bete ich den an. Und diese Leute bringen diese Sache zu Allah hoch. Das war ihr Fehler. Was ist der Beweis dafür, Herr Vogel? Herr Vogel, was ist dein Beweis dafür? Der Beweis ist im Koran. وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und diejenigen, die neben Allah sich Götter nehmen. Gott heißt übrigens Allah Ma'bud, Ilah heißt Ma'bud, was angebetet wird, dem Ibadah gewidmet wird, sagen die, wir beten die nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Damit sie uns Allah näher bringen. Die haben also nicht gedacht, das sind die Dinge, die das erschaffen, die Macht haben. Die haben gesagt, Allah hat die Macht, aber diese Dinge helfen uns, dass das näher bringt. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءَنَا عِنْدَ اللَّهِ. Das war der zweite Punkt. Und sie beten neben Allah an, was ihnen keinen Nutzen bringt, keinen Schaden bringt, und sagen, diese sind unsere Fürsprecher bei Allah. Und die wahre Religion Gottes, der Islam, der mit allen Propheten kommt, hat jede Anbetung, die jemand anderem gewidmet wird, außer Allah, strikt verboten. Das heißt, wenn du um Hilfe rufst, und ich meine nicht in Hilferuf, ein Istirafa, wo jemand dir gegenübersteht, du bist am Ertrinken, du rufst ihn, hey, rette mich. Oder du bist irgendwo, oder irgendwo ist jemand, der dir helfen kann, du siehst ihn. Ich meine damit, du bist zum Beispiel, wie bei einigen Leuten, die haben ein Bild von ihrem Scheich zu Hause hängen, ja, und haben das mit Schmuck ausgeschmückt. Und dann gehen sie jeden Morgen an das Bild und sagen, oh Scheich, beschütze uns heute. Was ist das? Das ist Schirk, ist das. Ganz klar und eindeutig. Und wir sagen vielleicht, ja, wo ist das? Das gibt es ohne Ende. Das gibt es ohne Ende. Ihr müsst mal gucken, was die Leute mich jetzt attackieren wegen diesen Sachen. Pierre Vogel, Wahhabit. Was ist ein Wahhabit? Ja, ein Wahhabit ist jemand, der sagt, man darf nur Allah alleine anbeten. So eine Frechheit aber auch. So ungefähr kommt es rüber. Ja, natürlich, was ist denn Islam? Oder sind wir wieder im Christentum gelandet? Ja, wenn ich etwas suche, rufe ich den heiligen Antonio an, Antonius an. Oh, heiliger Antonius, zeig mir, wo das verloren ist. Wenn ich auf Reise gehe, rufe ich den heiligen Christopher. Ja, wenn ich Regen rufe, rufe ich den Petrus an. Ja, und zwischendurch betet man mal Gott an. Genau dasselbe in Grün. So siehst du diese Leute heute, ja. Ja, dies, oh, Abdulkadir, oh, dies oder das. Selbst manche Leute, die von ihnen angebetet werden, sind gute Leute gewesen. Manche beten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Yom al-Arafa, in Yom al-Arafa, in der Kaaba, wo das am besten ist, das, wo deine Dua inshallah angehört wird, der heiligste Ort der Welt, die machen Tawaf um die Kaaba und die rufen, ja Hussein, schenk mir ein Kind, ja.